Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen: Liebe, Glaube und ein ökumenischer Gottesdienst zum Valentinstag in Bobingen. Spaß, aber mit Stil beim Pfarrfasching in Westendorf. Und Faszination Reliquien als Bindeglieder zwischen verstorbenen Heiligen und lebendigem Glauben. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Das Fest der Liebe ist natürlich eigentlich Weihnachten, aber immer mehr wird auch der Valentinstag zu dem Tag der Liebenden und Verliebten. Lange wurde der Gedenktag des heiligen Valentin eher stiefmütterlich behandelt. Doch seit einigen Jahren boomt der 14. Februar, nicht nur in den Blumenläden, sondern auch in den Herzen der Menschen. Gerade auch junge Paare spricht dieser Tag an. Im ganzen Bistum gab es zum Valentinstag eigens gestaltete Gottesdienste. Wir waren in Bobingen. Hier hat alles angefangen. Hier wurde vor 13 Jahren der erste Valentinsgottesdienst gefeiert. In Bobingens Stadtpfarrkirche St. Felicitas drehte sich an diesem Abend alles um die Liebe. Da gehört Musik ganz zwingend dazu, denn wer könnte sich eine romantische Situation ohne die passende musikalische Untermalung vorstellen? Vor 13 Jahren hat der Arbeitskreis der Ehe- und Familienseelsorge eine Idee des Bistums Erfurt aufgegriffen und einen Gottesdienst für Paare am Valentinstag organisiert. Am Anfang nur von Laien getragen, dann rein katholisch, jetzt ökumenisch. Jeder kann kommen, ob verheiratet oder nicht. Es geht allein um die Liebe im Herzen. Ganz, ganz wesentlich für diese Form von Gottesdiensten ist die Atmosphäre. Das heißt, wir haben von Anfang an geschaut, dass das unter großer Beteiligung geschieht, von Ehrenamtlichen, und der wesentliche Punkt ist die Musik. Sie hören jetzt dann die Band Horizonte hier und die sind von Anfang an dabei. Das heißt, der Peter, der Bandleader und ich, wir sind da fast kongenial immer. Ich liefere die Texte und er hat die passende Musik dazu. Und das schafft erst die Atmosphäre, dass die Paare angezogen werden und das Ganze so attraktiv ist. Die Band passt perfekt zum Anlass. Es ist schon etwas Besonderes hier und Jahr für Jahr kommen mehr Paare. Aber nicht nur Verliebte spricht der ökumenische Wortgottesdienst an, auch langjährige Paare begeben sich auf den Weg, den der heilige Valentin mit seiner Bejahung der Liebe bereitet hat. Er war ein Bischof, der im 3. Jahrhundert gelebt hat, Bischof von Terni. Es war eine Zeit der Christenverfolgung und er hat in dieser Zeit das Martyrium erlitten, ist für den Glauben an Jesus Christus in den Tod gegangen. Er gilt seit alters her als der Patron der Liebenden und es ist natürlich ohnehin so, wenn man sich überlegt, jemand, der aus Liebe zum katholischen Glauben in den Tod geht, bringt einfach zum Ausdruck, wie wichtig für ihn dieser unser Glaube ist. Und die Mitte unseres christlichen Glaubens ist ja das Liebesgebot Jesu. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Eine fantasievolle Idee des Gottesdienstes war die Beschreibung des Lebens und der Liebe durch Bücher. Ein Kochbuch hat natürlich kein Patentrezept für die Liebe, aber immerhin, Liebe geht durch den Magen. Ich bin jetzt zum 10. Mal dabei und finde es unglaublich toll, wie viele Leute sich dafür begeistern lassen. Und bin noch dem auf der Spur, was eigentlich der Grund ist, dass so von jung bis alt die Ehepaare und Paare und Freunde kommen. Der Segen ist der zentrale Moment dieses Abends. Vor allem deswegen sind die Menschen gekommen. Denn ein Paar möchte sich aufgehoben wissen in der Gemeinschaft mit Gott. Ich brauche keine Blumen, ich brauche kein Ding mehr. Der Gottesdienst oder die Veranstaltung ist für mich mehr wert als das Drumherum, was es heute so gibt. Der Kommerz, wo man heute aus dem Valentinstag macht, der gibt uns nichts. Also uns bringt das mehr. Was bedeutet für Sie denn dieser Valentinssegen? Ja, er ist sehr berührend und ja, festigt eigentlich das, was wir jetzt schon seit fast 50 Jahren versuchen zu praktizieren. Mal mehr, mal weniger. Ja, bei so einer Frau ist das gar nicht so schwer. Wir sind beide katholisch geprägt durch die Familie und dadurch hat natürlich der Segen schon einen gewissen besonderen Stellenwert bei uns. Und zusammen als Paar natürlich dann umso mehr.
Ja, finde ich auch. Und gerade wenn man den Segen dann persönlich empfängt vom Pfarrer, das hat schon eine große Bedeutung. Das ist also das Eigentliche am Valentinstag. Es sind nicht Blumen oder Geschenke, es ist der Segen für die Liebe. Die Liebe ist also das, was zwei Menschen zusammenbringt und im besten Fall auch zusammenhält. Doch manchmal ist das Leben scheinbar zu lang für eine Liebe, vielleicht auch zu schwer. Und manchmal hilft es, sich helfen zu lassen, wenn es in der Partnerschaft mal kracht und kriselt. Da ist die Ehe- und Familienseelsorge zur Stelle mit ganz vielfältigen Angeboten. Denn jedes Paar ist anders und jedes Problem braucht eine spezielle Antwort. Wir haben Pastoralreferent Ulrich Behrens von der Ehe- und Familienseelsorge des Bistums in der Außenstelle in Donauwörth besucht und wollten von ihm wissen, was es für Angebote gibt und wie er den Valentinstag so findet. Herr Behrens, diese Woche haben wir ja den Valentinstag gefeiert. Ist das eine ganz kommerzialisierte Veranstaltung heute einfach nur noch für die Blumenläden oder ist das doch noch eine wichtige Veranstaltung für Paare? Also ich glaube schon, dass der Tag für Paare wichtig ist. Er ist natürlich unheimlich durchkommerzialisiert, aber ich glaube, dass wir uns so auch als Kirche in den letzten Jahren den Tag so ein bisschen zurückerobert haben, dadurch, dass wir einfach Valentinsgottesdienste anbieten, die von den Paaren auch sehr, sehr gern angenommen werden. Also wir hatten hier in Donauwörth jetzt einen Valentinsgottesdienst, der war wie jedes Jahr gut besucht. Welche Programmangebote machen Sie denn den Paaren? Wir bieten Wochenenden an, also zu bestimmten Themen, die hauptsächlich biografieorientiert sind, also zum Beispiel für Paare, die am Anfang ihrer Beziehung stehen, Paare, die ihre ersten Kinder bekommen haben, für Paare, die wo ansteht, dass einer der Partner aus dem Beruf ausscheidet und in Rente geht. Also ganz unterschiedliche Lebenssituationen versuchen wir in den Blick zu nehmen und da passende Angebote dafür zu machen. Was bringt das denn den Paaren? Also was können Sie denen denn bieten, dass es die wirklich weiterbringt in ihrer Partnerschaft? Also ich zum einen, glaube ich, bringt den Paaren das erstmal ein Wochenende Zeit, wo sie über den Punkt oder den Stand, an dem sie gerade sind, miteinander ins Gespräch kommen können. Und die Zeit fehlt ja leider oft im Alltag. Das ist mal eins. Das andere ist, sie treffen Paare, die in der gleichen Situation sind. Das entschärft auch ganz, ganz viel oder kann ganz, ganz viel in der eigenen Partnerschaft entschärfen. Also der Austausch mit anderen Paaren in der entsprechenden Situation. Und was uns dann noch so wichtig ist, auch so ein bisschen nach dem Spirituellen in dieser Situation zu schürfen mit den Paaren und das so ein bisschen ans Licht zu heben. Und so, dass sie auch so in ihre Spiritualität, in ihre Religiosität das so ein bisschen einordnen können. Was ist für Sie eine gute Partnerschaft? Was gehört da unbedingt und zwingend dazu? Also eine gute Partnerschaft für mich ist eine Partnerschaft, in der ich Zeit habe für den Partner, in der ich schaue, dass ich Routine möglichst durchbreche, mir Freiräume schaffe als Paar, wo ich wirklich Paar sein darf. Das betrifft natürlich jetzt gerade auch junge Eltern, die einfach gestresst sind zwischen Beruf und kleinen Kindern. Trotzdem sind ja weiterhin noch ein Paar und von daher ist es unheimlich wichtig, aber in jeder Lebensphase, denke ich, sich Zeit zu nehmen für das Gespräch, für gemeinsames Erleben, für den Austausch, für Zärtlichkeiten, für all das eben, was die eigene Bindung stärkt. Das wäre für mich so die Essenz von Partnerschaft. Es gibt eine neue Seite, hochzeitkirchlich.de. Warum ist das wichtig und was bieten Sie den Paaren da an? Ja, da bieten wir Informationen für Paare, die vor der kirchlichen Trauung stehen. Wir bieten ja auch Ehevorbereitungskurse an und die Paare erfahren zum einen, was ist das überhaupt, ein Ehevorbereitungskurs, was erwartet mich dort, welche Themen werden dort angesprochen, was bringt mir das auf dem Weg zur eigenen Trauung. Und die Seite ist super besucht, also wir haben richtig hohe Klickzahlen und wenn man bei Google oder den üblichen Suchmaschinen eingibt, kirchliche Hochzeit, da stehen wir ganz vorne, da sind wir auch sehr stolz drauf. Es war ein zukunftsweisendes Projekt, als vor 25 Jahren das Haus St. Tobias entstand. Das Bildungs- und Begegnungszentrum der Diözese Augsburg war damals ein Baustein der Neuausrichtung der Klinikseelsorge. Unter anderem sollten dort das Beratungsgespräch am Krankenbett und die Seelsorge intensiviert werden.
Heute ist das Haus auf dem Gelände des Zentralklinikums Augsburg das Herz der Krankenseelsorge. Das sagte Domdekan Prälat Bertram Mayer bei seiner Ansprache zum Jubiläum des Hauses Tobias. Menschen in Krankheit und Not Halt zu geben, sie nicht nur medizinisch, sondern auch seelisch zu unterstützen. Im Haus Tobias werden seit der Gründung vor 25 Jahren Menschen genau dafür ausgebildet. Domdekan Prälat Bertram Mayer sprach auch von den Veränderungen, die das Haus in dieser Zeit durchlief. Ursprünglich war es so, dass die Krankenseelsorge ganz besonders mit der Sakramentenspendung verbunden war. Das ist wichtig. Bekehrung und Buße, aber auch Krankensalbung und Eucharistie zu spenden. Aber die Seelsorge ist viel breiter aufgestellt. Sie ist auch sehr anspruchsvoll geworden. Deshalb geht es auch darum, Menschen geistlich zu begleiten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sie auch in dieser Krisenzeit, Krankheit ist immer Krise, nicht allein stehen zu lassen, sondern als Kirche gerade bei ihnen zu sein. Das Haus Tobias wird seit 12 Jahren von Dr. Gerhard Kellner geleitet. Die Einrichtung der Diözese bildet aber nicht nur hier in der Region Klinikseelsorger aus, sondern deutschlandweit. Die Aufgabe, kranken Menschen seelischen Beistand zu leisten, ist oft kompliziert. Als Seelsorger bringt man ja nichts mit. Die Ärzte, die haben es da ein bisschen leichter. Die können mal ein Stethoskop nehmen oder die können Blutdruck messen oder so. Und die Seelsorger zunächst mal, die kommen mit leeren Händen, die bringen nur sich als Person mit. Und dann ist die Frage, entwickelt sich ein Gespräch, sind die Leute da offen und auch interessiert? Und da muss man mit seiner Person überzeugen. Und das ist nicht so einfach, gerade in einem säkularen Haus. Aber die Nähe zum Klinikum ist auch ein großer Vorteil, denn dort können die erlernten Fähigkeiten gleich erprobt werden. Wenn die geplante Uniklinik kommt, steht das Haus vor weiteren Herausforderungen. Ich wünsche dem Haus, dass es im Gleichschritt mit der Zeit geht, sich nicht der Zeit anpasst, sondern das Evangelium Jesu Christi in die Zeit hinein verkündet. Und eine Zeit im Umbruch, ich habe die medizin ethischen Gründe und Fragen schon angesprochen. Diese Zeit im Umbruch braucht eine starke Stimme der christlichen Kirchen. Auch wenn die Klinikseelsorge für die Beteiligten oft anstrengend und belastend ist, Zeit für gute Stimmung und Lebensfreude bleibt trotzdem. Gerade beim 25-jährigen Jubiläum. Und jetzt geht es bei uns weiter mit den Kurznachrichten der Woche. Zum 100-jährigen Gedenktag der Erscheinungen von Fatima veranstaltet das Institut für Neuevangelisierung ein zweitägiges Symposium. Am 12. und 13. Mai finden im Exerzitienhaus Leitershofen Vorträge und Gottesdienste statt. Die prophetische Mission Fatimas ist nicht zu Ende, ist dabei das Motto. Am 13. Mai 1917 soll die Gottesmutter Maria 3 Hirtenkindern in dem portugiesischen Ort Fatima erschienen sein. Die Botschaft von damals entfalte ihre Wirkung bis in unsere Zeit hinein. Im Rosenkranzgebet, der Beichte oder Prozessionen, so die Veranstalter. In vielen Kirchen findet auch an jedem 13. eines Monats der Fatima-Tag statt. Nähere Informationen zu dem Symposium im Mai erhalten Sie beim Institut für Neuevangelisierung. Mit einer Rekordsumme von 45.000 Euro für Hilfsprojekte in aller Welt sind die mobilen Faschingsmärkte der Aktion Hoffnung zu Ende gegangen. Im Laufe der Jubiläumstour zum 15-jährigen Bestehen besuchten in den vergangenen Wochen mehr als 14.000 Menschen die insgesamt 57 Secondhand-Faschingsmärkte in ganz Bayern. Pfarrer Ulrich Lindl, Aufsichtsratsvorsitzender der Hilfsorganisation, dankte den mehr als 400 Helfern, ohne deren Einsatzfreude es nicht gelungen wäre, die Märkte durchzuführen. Von den Einnahmen erhalten nun 19 Projektpartner weltweit finanzielle Unterstützung, so die Aktion Hoffnung. Bei einer Feierstunde hat der Caritasverband der Diözese Augsburg die Preisträger des Wettbewerbs Meine Pfarrei und Unsere Caritas ausgezeichnet. Der Hauptpreis ging an die Pfarrei St. Vitus in Egling an der Paar. Dort wird ein wöchentliches Treffen der Gemeindemitglieder für Jung und Alt organisiert. Außerdem wurde die Arbeit mit behinderten Menschen der Pfarrei St. Konrad im Bärenkeller und die Flüchtlingsarbeit von Herz Jesu in Pfersee prämiert. Der Anlass für den Wettbewerb waren neue Bestimmungen zur Caritas-Sammlung. Wir haben die
Spendemodalitäten im Rücksprache mit dem Bischof leicht verändert, weil bisher war es nicht möglich, Aktionen vor Ort zu finanzieren. Aber die Caritas lebt ja, dass etwas vor Ort passiert. Und wir wollten diesem Wunsch der Gemeinden nachkommen, dass wir auch die örtlichen Gemeinden stärken. Mit ihrem Einsatz vor Ort geben die Menschen der Kirche ein Gesicht, sagte Diözesan-Caritas-Direktor Andreas Mack. Der Wettbewerb soll im kommenden Jahr weitergehen und so Impulse für bestehendes und neues Engagement geben. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Mann, der von Reliquien fasziniert ist. Und außerdem haben wir mal hinter die Kulissen des Augsburger Doms geschaut. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Die Stimme des katholischen Deutschlands, die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Die Verehrung von Reliquien ist eine der ältesten Formen der Heiligenverehrung. Schon seit dem 2. Jahrhundert ist sie in der christlichen Kirche bekannt. Die erste Erwähnung fand sie in der Apostelgeschichte. Dort nahmen Gläubige Tücher des heiligen Paulus und legten sie auf Kranke. Sie sollen dadurch geheilt worden sein. Viele christliche Kathedralen sind auf den Gräbern von Heiligen errichtet, zum Beispiel der Petersdom in Rom. Auch in vielen Altären werden noch heute Reliquien eingebettet. Wir haben in Bellenberg bei Roggenburg einen Mann getroffen, der von Reliquien fasziniert ist. Björn Hess hat in seiner Wohnung einen ganz speziellen Raum geschaffen. Wenn er bei seinen Reliquien ist, dann ist er ganz bei sich. Oft ist er alleine hier, oft beten Freunde und Bekannte mit ihm gemeinsam. Er selbst nennt den Raum sein Oratorium, was so viel bedeutet wie Bethaus. In dem Oratorium verehre ich die verschiedensten Arten von heiligen Reliquien. Es ist ja auch sehr schön ausgestattet, wie eine kleine Hauskapelle, würde man sagen, weil die Heiligen brauchen schon einen besonderen Ort auch, ja, wo sie aufbewahrt und auch verehrt werden, weil die kann man nicht einfach in die Schublade legen oder in eine Glasvitrine. Die müssen ja auch öffentlich gezeigt werden. Reliquien, übersetzt heißt das Zurückgelassenes oder Überbleibsel, werden im christlichen Glauben seit fast 2 Jahrtausenden verehrt. Sie sind in verschiedene Kategorien eingeteilt, je nachdem, ob sie vom Heiligen selbst stammen, zum Beispiel ex ossibus, also vom Knochen, oder mit ihm in Berührung kamen. Eine Reliquie, die Björn Hess besonders am Herzen liegt, ist die des heiligen Bonifatius. Ich komme ja gebürtig aus Fulda und habe natürlich eine besondere Beziehung zum heiligen Bonifatius, der in der Kathedralkirche von Fulda ja auch begraben ist. Und von diesem Heiligen habe ich, der den Märtyrertod ja fand, auch eine Reliquie. Das muss man jetzt ganz vorsichtig öffnen, mit diesem sogenannten roten Siegelfädchen, so nennt man das, nicht beschädigt werden. Und da habe ich hinten drauf das Wappen des Bischofs, nämlich hier hat es mir der liebe Erzbischof Haas aus Liechtenstein per Siegel authentifiziert, dass das die Reliquien des heiligen Bonifatius sind. Und dazu, damit ich es auch öffentlich zeigen und verehren lassen kann durch einen Priester, gibt es auch zu dieser Reliquie eine sogenannte Authentik. Diese Authentik ist ein wichtiges Dokument bei allen Reliquien. Darin bestätigt ein hoher Geistlicher die Echtheit der Reliquie. Und von diesen besitzt Björn Hess eine große Zahl. Wie er an die verschiedenen Stücke gelangt ist, davon kann er viele Geschichten erzählen. Vor 2 oder 3 Jahren bekam ich über einen Facebook-Freund, der ist Priester in München, der sagte, du musst mich mal besuchen, komm auf einen Tee. Da dachte ich, ja, Tee trinken ist ja immer gut, ne? Und dann schenkte dieser Priester mir 36 Reliquiendosen und alle mit Authentik. Ein Schatz, natürlich
unermessen, das ist nicht beschreibbar. Da sagte ich zu ihm, ja, hochwürdend, das kannst du nicht machen. Und er sagte, nein, du bekommst die, weil die bei dir verehrt werden. Und bei mir stehen sie nur im Schrank. Die Verehrung der Reliquien, ihre Platzierung im Raum und natürlich das Gebet zu Gott. Das ist für Björn Hess sehr wichtig. Die Reliquien helfen ihm dabei, eine Verbindung zum Himmel und zu Gott herzustellen, sagt er. Und auch wenn die Verehrung von Reliquien nicht nur positiv gesehen wird, Björn Hess hält eine Tradition lebendig, die es schon seit fast 2 Jahrtausenden gibt. Gottesdienste vorbereiten, in der Kirche nach dem Rechten sehen, den Blumenschmuck pflegen, sich um Schäden und kleine Handwerkstätigkeiten kümmern. Und als ob das nicht schon genug wäre, hat er für jeden, ob Gottesdienstbesucher, Tourist oder Geistlicher, noch stets ein offenes Ohr. Auch die Arbeitszeiten verlangen einem Mesner viel ab. Wir haben den Augsburger Dommesner Helmut Kellerer mal bei seiner Arbeit begleitet. Eine Arbeit hinter den Kulissen, die alles am Laufen hält. Sein Tag beginnt, wenn die meisten Menschen noch schlafen. Noch bevor der Kirchturm 6 Uhr schlägt, sperrt Mesner Helmut Kellerer bereits die Seitentür zum Augsburger Dom auf. Entsichert die Alarmanlage, um dann, ganz zielsicher und völlig routiniert, schon mal die wichtigsten der über 80 Lichter im Gotteshaus anzuschalten. Und dann beginnt sein Rundgang durch den Dom. Musik. 130 Meter lang und 36 Meter breit. Das sind rund 1,5 Fußballfelder, der Dom in seiner ganzen Größe. Klar, dass bis zur Frühmesse um 7 das ein oder andere Tor aufgesperrt und die ein oder andere Kerze angezündet werden muss. Seit insgesamt 32 Jahren ist Helmut Kellerer schon als Mesner tätig. Im Augsburger Dom arbeitet er nun seit 4 Jahren, hauptberuflich versteht sich. Sein Tag fängt nicht selten am frühen Morgen an und zieht sich dann bis in die Abendstunden. Dabei war ihm schnell klar, auf was es in seinem Job besonders ankommt. Auf gutes Schuhwerk und viel Herzblut. Man hat einen ziemlich weiten Weg, wir haben es einmal ausgerechnet, das sind rund 800 Meter, die man zurücklegt, wenn man den Dom aufsperrt. Es gehört viel Idealismus dazu, aufgrund der unregelmäßigen Arbeitszeiten, den Wochenenddiensten, Feiertagsdiensten und so weiter, da gehört das halt einfach auch mit dazu. Und gesunder Glaube gehört auch mit dazu, weil man lernt Menschen auch von verschiedenen Seiten kennen. Somit ist die Arbeit als Mesner für Helmut Kellerer nicht einfach nur ein Beruf, sondern vielmehr eine Berufung. Sein morgendlicher Rundgang führt ihn nun in die Sakristei. Dort verbringt er wohl die meiste Zeit. Hantiert mit Kelchen und Hostienschalen, richtet die Gewänder her und sorgt dafür, dass alles reibungslos ablaufen kann. Vor allem in der Zeit um Ostern, wo beispielsweise zur Griesermesse Geistliche aus dem ganzen Bistum anreisen, geht es hier besonders hoch her. Dass an Ostern viel Arbeit ist, das ist eine Sache, aber jeder Feiertag und jede Feier will vorbereitet sein und so auch das Osterfest. Bei der Missa Chrismatis, da ist natürlich schon was geboten, weil da haben wir dann den ganzen Dom voll Geistlicher, die aus der ganzen Diözese ankommen. Es sind auch wieder besondere Vorbereitungen notwendig und so. Es ist aber auch das Schöne, weil man trifft Menschen, die man das ganze Jahr sonst nicht sieht und eben nur an diesen Tagen auch alte Bekannte, die man schon seit langer Zeit kennt. Helmut Kellerer. Er ist nicht einfach nur Dommesner, Mädchen für alles oder einer, der immer ein offenes Ohr hat. Helmut Kellerer ist einer jener guten Geister, die die Kirche hinter den Kulissen braucht. Es ist ein Dienst an der Kirche und an den Gläubigen. Und wer kann schon von sich behaupten, Herr eines so großen und prächtigen Hauses zu sein? Unsere Region wird meistens nicht als Faschingshochburg angesehen. Köln und Düsseldorf fallen einem ein, vielleicht auch noch die Franken. Aber die Schwaben gelten so ein bisschen als Faschingsmuffel. Aber das stimmt gar nicht. Beispiele könnte ich jetzt ganz viele anfügen. Aber Sie wissen, wenn ich jetzt eine Faschingsgesellschaft nenne, muss ich alle nennen. Aber wenn ich Ihnen sage, dass der Pfarrfasching in Westendorf gleich an 3 Tagen für einen ausverkauften Festsaal sorgt, dann dürfen Sie jetzt gespannt sein und die Lachmuskeln schon mal aufwärmen. Musik.
Ja, beim Pfarrfasching in Westendorf ist die Bude voll, besser gesagt der Stegwirt. Den Auftakt machten heuer gleich die Ministranten. Rund 120 sind es am Ort und die Mutigsten trauen sich im Fasching auf die Bühne. Da bei dem Adventsbasar, da habt sogar jetzt Schilder aufgestellt gehabt, dass das WC dem Pfarrheim über ist. Jetzt haben sie nur vergessen, das Pfarrheim aufzuschließen. Jetzt sind da Hunderte, tausende Leute sind da jetzt in den Pfarrgarten gegangen und haben da an die Äpfelbäume hingießen. Und im Herbst, da machen sie dann wieder einen Apfelsaft raus. Ein Naturblüten. Der Pfarrfasching in Westendorf blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück. Die Organisatoren sind selbst verblüfft, wie groß das Fest geworden ist. Schon über 30 Jahre funktioniert in Westendorf dieser Pfarrfasching. Man muss sich das mal vorstellen, über 30 Jahre. Ein Pfarrer hat es damals, Pfarrer Kraus, ins Leben gerufen und seitdem halten wir das mit ihm und jetzt mit neuem Pfarrer Jall hoch. Man muss natürlich als Pfarrer schauen, wo ist deine Gemeinde, wo sind die Menschen und dahin solltest du gehen. Und wir, wie ich vor 7 Jahren hier ankam, da haben wir gleich gesagt, Pfarrfasching, Pflichttermin, unbedingt da sein. Da werden so viele Leute sehen, wie sie sonst nie in der Kirche sehen. Und das stimmt. Im Mittelpunkt der Auftritte steht das Ortsgeschehen. Die Pfarrgemeinde rund um die St. Georgskirche und eben Pfarrer Jall. Und wir waren doch letztes Jahr in Berlin, weißt du, bei der Primitzfahrt, gell? Und da hat dann beim Frühstück die Bedienung mitgekriegt, dass er unser Herr Pfarrer ist, gell? Du, dann hat sie gesagt, ja, ich habe ja gar nicht gewusst, dass es so schöne Pfarrers gibt. Was meinst du, 10 Zentimeter war der Gräser. Die Westendorfer haben einen Riesenspaß an ihrem Fasching. Zahlreiche Privatpersonen beteiligen sich und auch Vereine. Keiner ist sich für einen Lacher zu schade, auch die Jungs vom VfL Westendorf nicht. Die Minis sind ganz toll, ich bin jetzt auch zum 2. Mal hier und die Minis waren bis jetzt mein Highlight. Mir gefällt, dass alle mitmachen, die Jugend bis einfach jede Generation mit dabei ist. Das ist immer besonders lustig, wenn der Pfarrer auf die Schippe genommen wird. Also immer interessant und lustig. Die Gruppen, die machen es alle toll, von den Kleinen bis zu den Großen. Und die Beste ist Frau Fefi, die, wenn dabei ist, ist der Fasching komplett. Wenn die Mara ein bisschen erkältet, gell? Dann habe ich niesen müssen. Sag doch der Knirps, wenn die Oma vorne niest, hinten mit der Flinte schießt. Und ich habe alle geschossen. Ne? Aber wir sind jetzt schon froh, dass die wieder da ist. Ja, und ich habe mir gedacht, ich muss da heim zu meinen Westendorfern. Da ist Pfarrfasching, wo ich schon so lange dabei bin. Ich bin doch eine Westendorferin. Und hier. Ja, der Fasching hier zeigt auch den guten Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Besonders im Fokus aber steht Pfarrer Jall, der immer am Ende von den Zwergermädels aus dem Kirchenchor nochmals sein Fett wegkriegt. Nein! Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.